Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu, ja, Headset funktioniert, zu einem neuen Video von GTA 5 Online auf der Sony PS4. Ja, es ist ja bald Juni und ich habe mir gedacht, dass ich heute mal ein sehr informatives Video bringe über die Europameisterschaft und eben was ich persönlich befürchte und was wahrscheinlich ihr auch befürchtet. Ich fange jetzt einfach mal an. Im Januar 2015 haben Terroristen die Satirezeitung Charlie Hebdo angegriffen. Später hat ein bewaffneter Mann einen jüdischen Supermarkt überfallen, Geiseln genommen und Leute getötet. Dann 2015 im November ein Fußballspiel Deutschland gegen Frankreich. Explosionen, Schüsse und viele, viele Tote. Und jetzt Brüssel, Pakistan und noch viele andere Länder, Türkei, gab es Anschläge von Terroristen. Und jetzt steht kurz, jetzt besteht eine riesige Gefahr. Und zwar vor Terroranschlägen in ganz Europa, aber ganz besonders natürlich bei der Europameisterschaft. Und ich habe ganz, ganz, ganz furchtbare Bedenken, die ich unbedingt auch mal in diesem Video loswerden möchte und wahrscheinlich, dass ihr das auch loswerden möchtet, weil die wenigsten machen sich natürlich Gedanken über dieses Fußballspiel. Ich habe keine Ahnung, was da passieren wird, aber eins kann ich euch sagen. Eins kann ich euch sagen. Diese kranken Barbaren namens Islamischer Staat schrecken nicht zurück, einen Anschlag bei der EM zu machen. Und ich bin auch schon fast überzeugt, dass sie das machen werden. Und ich hoffe, dass die Polizei das alles in den Griff bekommt, weil ja, ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert. Das ist eine riesen Veranstaltung. Überall Weltpresse, überall Kameras und einen Anschlag kann man nicht verhindern, das muss ich euch auch nochmal sagen. Und ich kann euch, liebe Abonnenten von der Junge Zocker und auch Nicht-Abonnenten von der Junge Zocker sagen, in Deutschland kann es genauso zu einem brutalen Terroranschlag kommen mit Hunderten oder sogar Zehntausenden Toten. Das ist absolut gar kein Problem. Und es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis es in Deutschland Terroranschläge gibt. Aber vor der EM habe ich wirklich Angst. Und ich will euch hier offiziell sagen, liebe Abonnenten, passt auf und meldet alles, was ihr seht. Nicht nur hier bei der EM, wenn ihr mal bei der EM seid, sondern wenn ihr irgendwas Verdächtiges seht, wenn ihr irgendwie ein paar Leute hört, die über Dschihad reden, dann ruft sofort die Polizei. Ich verspreche euch, passiert nichts. Na gut, die Islamisten könnten jetzt Rache an euch üben. Aber da kann ich euch jetzt nicht retten. Aber, jetzt mal Spaß beiseite. Das ist ja kein Spaß mehr, was wir hier haben. Wir haben in Europa einen Krieg. Wir haben einen Krieg gegen den Terrorismus. Und der Krieg ist schon lange hier. Die Terroristen sind unter uns. Die Beine unter uns. Und das ist das Schlimme. Und ich finde einfach, wir müssen auch härtere Strafen machen. Besonders bei Salafisten. Zum Beispiel Pierre Vogel. Wenn ihr einen Pierre Vogel auf YouTube seht, was macht er? Er redet erstmal alles toll, er redet, ach, der Dschihad ist schlecht und Morden ist schlecht und das bei Paris, das waren keine Moslems und der Dschihad ist was Böses, der Islamische Staat ist was Böses. Und natürlich die ganzen Leute, die Pierre Vogel abonniert haben, sagen, ach, Pierre Vogel, super Typ. Aber hinter der Kamera sieht es doch ganz anders aus.
Und das ist ja das, was die Leute leider nicht wissen. Diese Salafisten sind ganz gefährliche Leute. Ne? Pia Vogel hat mit vielen Leuten abgehangen, die heute im Islamischen Staat kämpfen. Zum Beispiel hat er mal ein Interview geführt mit Desodoc. Desodoc? Kennt ihr ihn? Der Rapper, der jetzt tot ist, weil er in Syrien war und gemordet hat. Ne? Steuerhinterzieher. Schön geredet. Ich habe keine Beweise, dass er Steuer hinterzogen hat. Es ist ganz schlimm. Salafisten und IS haben ganz klare Gemeinsamkeiten, weil die Salafisten sozusagen einen kleinen Schalter im Kopf des Extremisten auslösen. Das heißt, ein kleiner Schalter, und wenn dieser Schalter umgelegt wird, dann kann man diesen Menschen nicht mehr aufhalten. Und eins muss klar sein, diese IS-Terroristen sind nicht dumm, sondern die bekommen eine Gehirnwäsche von irgendwelchen Gelehrten. Denen wird eingetrichtert, Tod gleich Hölle. Ne? Und wer kein Muslim ist, der kommt in die Hölle. So. Ich persönlich habe den Koran, ich sehe mich als halb Christ, ich sehe mich als halb Buddhist, ich sehe mich als halb Moslem. Aber eins will ich euch sagen. Mashallah. Eins will ich euch sagen. Ich kann euch sagen, dass ein Buddhist genauso in den Himmel kommt wie ein Christ. Ne, das hat nichts mit Religion zu tun. Ich meine, wenn ein Mann 30 Jahre Rettungssanitäter keine Religion hat und er rettet einem Muslim das Leben, hey Leute, ist er dann, kommt er dann in den, kommt dann in die Hölle? So ein Quatsch, wenn man ein guter Mensch ist, gut lebt, respektvoll mit einem anderen Menschen umgeht, dann hat man auch, wenn es das gibt, ein Leben nach dem Tod, kommt man natürlich auch in den Himmel. Aber wenn man ein Schwein ist, Leute in Syrien abknallt, terroristische Anschläge macht und das auch noch gut findet, dann kommt man absolut in die Hölle. Ne? Und auch wenn ein Muslim die ganze Zeit betet, aber die Frau die ganze Zeit schlägt, dann kommt der in die Hölle. Wenn es die Hölle gibt. Das will ich ja auch nochmal ganz klar sagen. So, Scharia oder Grundgesetz? Absolut Grundgesetz. Die Scharia ist eine sehr brutale Sache. So, Hand abhacken bei Diebstahl. So, es gibt unglaublich viele Urteile in Deutschland, wo es Fehlurteile gibt, wo jemand geklaut hat, aber er hat nicht geklaut, ne? Falsch verdächtigt. Und dann muss die ganze Hand abgehackt werden? Das kann man nicht machen. Das ist Mittelalter. Und das halte ich nicht aus. Und ich finde es auch nicht gut, dass Frauen diskriminiert werden. Und Kopftuch finde ich überhaupt nicht gut. Es gibt Frauen, die wollen wirklich Kopftuch tragen. Das finde ich in Ordnung. Aber wenn Frauen... Hey, hau ab, Digga! Hey, moin moin! Bist du Moslem oder was? So. Wenn kleine Kinder schon Kopftuch tragen, das finde ich nicht gut. Ich finde, Kinder sollten frei sein, spielen. Aber das ist ja auch egal. Die Welt ist verrückt geworden. Schreibt mal eure Kommentare rein. Es ist ein bisschen länger geworden, das Video. Ich wollte es gar nicht so lange haben. Aber egal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen friedlichen Tag auf jeden Fall. Ob Moslem, Buddhist, Christ oder... Scientologe, egal. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, was weiß ich, was du gerade machst. Hau rein, bis zum nächsten Mal. Genug geredet hier, aber wir machen noch einen kleinen Suizid an der Tankstelle, an der LTD, und das geht schön ab hier. Achtung. Moin, moin. Ah, boom. YouTube Gamescom hat sich umgebracht. Ciao.